Ich mochte nie Chefs, also Hierarchie an der Stelle. Und da ist natürlich die Freiheit, die man hier genießt, dann was ganz Fantastisches. Mein Name ist Thomas Rönnau. Ich bin schon ziemlich lange hier an der Bucer Law School. Seit 2000 gehöre zu den 5 Gründungsprofessoren und habe einen Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht hier. Also ich komme aus einem nicht-akademischen Haushalt, sodass dieser Weg in keiner Weise vorgezeichnet war. Und ich weiß noch genau, als ich damals darüber nachdachte mit 17, 18, was machst du denn dann nach der Schule und so. Und da habe ich mir vom Arbeitsamt Broschüren kommen lassen, und zwar zum Fischwirt und zum Steuerberater. Warum Steuerberater? Weil ich ein Fan von Raubkatzen war und ich hatte gelesen, dass der Steuerberater, der hatte Raubkatzen, Leoparden, Jaguare und so weiter, hinter dem Haus. Da habe ich gesagt, das musst du auch machen, also musst du möglicherweise Steuerberater werden. Dann gab es natürlich Einflüsse, etwa durch die Lehrer. Und da habe ich Rechtsanwälte kennengelernt, habe mal ein Praktikum gemacht dort. Und dann war für mich klar, das ist etwas, was du probieren musst. Also Jura zu studieren. Warum ich Strafrecht mache, also das ist natürlich ein hochinteressanter Bereich, wegen des Grundlagenbezuges auch. Also wir reden etwa über die Frage, wann handelt jemand schuldhaft, was ist überhaupt die Willensfreiheit? Kann der Mensch willensfrei handeln oder ist er nur gesteuert oder von Reizen sozusagen beeinflusst? Und man ist also in der Philosophie mit einem Bein immer bei diesen großen Fragen, die dann natürlich durchschlagen auch zur Frage der Rechtfertigung des Strafrechts. Warum strafen wir eigentlich? Denn Strafrecht ist ja das schärfste Schwert des Staates und dafür müssen gute Gründe auf den Tisch. Es geht in der Sache immer darum, wo ist das erlaubte Risiko zu Ende sozusagen. Also wie schichte ich das sozial Schädliche ab vom noch sozial Adäquaten. Darum geht es. Und man hat es natürlich mit Tätern zu tun, die etwas intelligenter sind meistens. Und deshalb muss man da schon ganz besonders gründlich hinschauen, um diese Abschichtung zu machen. Der Wucher war gerade jetzt ein Thema für einen größeren Aufsatz. Corona hat ja dazu geführt, dass die Preise zum Beispiel explodiert sind am Anfang der Pandemie. Also wenn wir etwa Masken sehen, die hat man im Einkauf gehabt, vielleicht für 10 Cent oder 20 Cent. Und wenn die dann zu 5 Euro verkauft wurden oder noch stärker im Netz und so, dann taucht ja schon mal die Frage auf, ist das noch in Ordnung? Da muss man mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht ein Wucher ist, weil wenn dann das 5-fache oder 10-fache des normalen Preises verlangt wird, und da haben wir einen schönen Aufsatz draus gemacht, 40 Seiten, der genau dieses Thema anschneidet. Und das Spannende war daran, dass man hier auch wieder an der Grenze ist, und zwar zur Volkswirtschaftslehre. Und ich habe mit dem Kollegen Schäfer aus dem Hause dann diskutiert über diese Fragen, was ist sozusagen der wirtschaftliche Hintergrund für diese Preisanstiege und wie könnte man darauf reagieren? Und das dann zusammenzubringen mit dem Strafrecht als schärfstes Schwert, das war spannend, ja. Meine Arbeit ist gekennzeichnet durch große Freiheit. Und das war immer mein Kernmotiv. Wenn man richtig viel Geld verdienen will, dann sollte man in die Wirtschaft gehen oder in die großen Kanzleien und so weiter. Aber Professor zu werden war natürlich, ich sagte es, ich kam aus nicht-akademischen Haushalt schon, das waren mehrere Stufen, auch psychologisch zu überschreiten. Und dann spürte ich relativ schnell, auch schon als Assistent, das ist eine Freiheit, die liebst du. Und das auch eine Gedankenfreiheit. Du kannst experimentieren. Ja? Und man, wenn man das vielleicht ein bisschen suffisant ausdrücken will, im allgemeinen Strafrecht, AT also, da gibt es relativ knappe Vorschriften und man kann richtig spielen. Ja? Man kann Gedankengebäude aufbauen und dann abtesten, überprüfen, ob sie stehen, wenn man dagegen bläst und so. Also, das sind schon schöne Geschichten. Ich habe keinen Chef. Ich mochte nie Chefs, also Hierarchie an der Stelle. Und da ist natürlich die Freiheit, die man hier genießt, dann was ganz Fantastisches. Also ich bin ja jetzt 22 Jahre an der Bucerius und habe schon viele Diskussionen geführt. Die letzte gestern Abend um 11 bis 12 draußen in der Kälte. Wir haben Studenten, die sind frisch, die sind wissbegierig, die wollen was. Und mit denen kann man nicht nur über das Fachliche reden, sondern auch über Politisches, was mich auch sehr interessiert. Und ich fühle mich da immer wohl, wenn ich mit denen diskutiere. Da kommen neue Leute mit neuen Themen und du bleibst jung einfach. Denn man kann ja auch, in meinem Alter, ich bin fast 61, kann man ja auch schon sozusagen argumentativ in andere Bahnen kommen. Aber dieser ständige Anreiz durch die Studierenden da, das ist schon richtig toll. Also ich lebe in einem kleinen Dorf vor Lüneburg und bin auch sozusagen, ich bin
Niedersachse und verbunden mit dem Dorf. Wenn ich hier nach Hamburg komme, neben der Universität, dann ist es meistens die Kultur, die lockt. Und das ist dann das Theater oder die Elbphilharmonie oder auch mal das Schmitz-Tivoli. Das sind dann sozusagen die Anziehungspunkte, zu denen ich dann rüberfahre. Ansonsten, klar, wenn man Feiern hat, dann ist man hier. Ich bin auch der Einzige an der Law School, der ein Klappbett hat. Das heißt, wenn es mal ernst wird abends, dann kann ich in dem Klappbett mal übernachten, was selten vorkommt.